Lieben, Zischopper und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft Ender Games und ich zeige euch mal wieder ein neues, freshes, nices Kit. Und zwar das Jäger-Kit, Leute. Und die Abilities vom Jäger-Kit, wie ihr das hier seht. Seine Fähigkeit, er bekommt durch das Töten eines Tieres sofort das gebratene Fleisch, falls das Tier halt Fleisch droppt. Und seine Ausrüstung ist ein Steinschwert, eine grüne Lederjacke und graue Lederhose. So, eigentlich ganz nice für den Start so. Mit dem Steinschwert und so, aber was ein bisschen unnötig ist, ist das mit den Tieren, Leute. Aber wir werden noch sehen, was uns das im Verlauf der Runde bringen wird. Also die einzige Fähigkeit, die dieses Kit hier ehrlich gesagt hat, ist das mit den Tieren, Leute. Das heißt, es ist nicht wie bei dem Holzfäller-Kit, dass es hier irgendwelche krassen Sachen gibt. Einfach nur diese eine Ability, was eigentlich gar nichts bringt fast. Deswegen müssen wir uns schon auf den Weg machen, Kisten zu suchen, denn diese Ability ist ein bisschen unnütz, würde ich eigentlich sagen. Und ich zeige euch jetzt mal einfach mal den Lifehack dieses Kits. So. Bam. Alter, gebratenes Schweinefleisch. Direkt, Alter, doch direkt nochmal. Boah, Alter, ich krieg gar nicht genug, du. Boom. Das können wir uns nämlich direkt eine Dia-Chestplate machen. Und das, Leute, das gibt uns den entscheidenden Vorteil, dass wir hier diese Runde holen können. Das ist natürlich eine krasse Ability für das Kit, aber auch eine krasse Ability für uns. Okay. Dia-Chestplate direkt gecraftet. Da kommt jemand auf uns zu in der Nähe. Okay. Was ist das? Eine Speed Potion. Okay. Da ist sie. Die Speed Potion. Okay, wir haben ihn jetzt so ein bisschen schon angegriffen. Okay, er hat mich nicht geheilt. Komm bitte. Ja! Alter Leute! Easy! Spaß natürlich. Er hat uns mitgeheilt. Wir haben jetzt einen guten Kampf gehabt. Also er hat auf jeden Fall richtig stark gespielt, Leute. Wenn wir jetzt diese Runde hier gewinnen, Leute, dann wäre das eigentlich mal eine krasse Sache. Oh Gott. Hab ihn! Alter! Das war jetzt natürlich wieder stark, dass wir den direkt bekommen haben. Der andere ist 100 Blöcke von uns entfernt, Leute. 100 Blöcke. Eigentlich müssen wir jetzt die Runde hier schon fast reißen. Okay, 83 nur noch. Der kommt immer näher. Der will mich echt haben. Also ich weiß nicht jicht nicht, auf welche Weise ich das hier sehen soll. Ich würde mal sagen, wir verlassen mal den Wald. Denn, ehrlich gesagt, bin ich nicht so scharf drauf, hier jetzt direkt, keine Ahnung, weggeslurkt zu werden, Leute. Ey, ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Ich bin doch hier rumgelaufen. Wo ist der? Hinter mir ist der. Hinter mir. Oh Gott. Oh Gott, hinter mir. Das ist immer... Ach so, so. Er ist das Huhn gewesen. Was hat der denn für ein Kit, Leute? Ist er irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Special, I don't know what, Kit? Dass der einfach keine Ahnung was machen kann. Ey, Leute. Lol. Ja, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Oh oh, ich werde sterben. Oh Gott, Alter. Nein! Oh. Fuck, Alter, Leute, ich war gerade ein bisschen. Was hatte der für ein Kit? Chamäleon. Ach. So, Leute, kommen wir zu einem kurzen Fazit zu diesem Kit. Es ist eigentlich ein ganz freshes Kit, weil du von Anfang eine Rüstung bekommst. Das heißt, wenn ich am Anfang einer kommt, kannst du ihn eigentlich direkt wegklatschen, weil er dich nicht überraschen kann. Er kann dich nicht überraschen, weil du dann das beste Equip hast. Es bringt aber im späteren Verlauf einen eigentlich fast gar nichts, bloß dass du halt fertiges Essen schon gebraten hast. Aber dieses Kit ist eigentlich ein bisschen unnötig und bringt eigentlich nichts. Es ist wie so eine bessere Version vom Barbaren-Kit. Aber nichtsdestotrotz, Leute, soll es das von dem Video gewesen sein. Schaut euch das andere Ender Games Video an, ploppt hier irgendwo auf. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut und tschüss.